Die Hofgeschichten. Heute in Hamburg-Ochsenwerda ist es einigen Gemüsesorten schon zu kalt geworden. Da haben die Gurken dann auch keine Luft mehr. Auf dem Mühlenhof hat der Besuch aus Bayern frische Weißwürste mitgebracht. Man kann sie auszuzeln oder aufschneiden und aus der Haut raus. Bei der Kartoffelernte im Wendland nagt der Drahtwurm die Knollen an. Könnte es schon noch essen, so ist das nicht, aber so ein Loch ist halt blöd. Und auf Hof Bercht werden die Bullenkälber markiert. Dann können wir die heute Nachmittag dann wieder auseinander sortieren, ohne dass wir immer Knotenkontrolle machen müssen. Ne? Auf Hof Sandmann in Hamburg-Ochsenwerda ist die Gurkensaison vorbei. So. Oha, die sind schon echt weit gekommen, das ist großartig. Betriebsleiter Markus Walkusch-Eiland hilft mit, das Gewächshaus zu räumen. Diese ewig langen Pflanzen kommen hier raus, gehen auf den Kompost. Guck mal, hier hängt noch was zum Snacken dran. Das sind die allerletzten Reste. Mm. Wenn alles weg ist, sollen hier Salate und Postelein wachsen. Abschied vom Sommer. Abschied vom Sommer. Minigurken sind eine ihrer wichtigsten Kulturen. Bis die Größe, alles einmal noch rausnehmen. Allein mit diesem Gemüse machen sie 15% ihrer Umsätze. Die Schnur, die ist aus Baumwoll und Papierfasern, die zersetzt sich auf dem Kompost halt vollständig. Die so brav die Pflanzen gehalten haben. Dieses ganze Jahr. Ja, ich werde demnächst auch noch mal rangehen und gucken, wie unser Gesamtertrag war. Der war in Ordnung. Also in Ordnung, aber auch nicht übermäßig groß. Also wir haben ja eine lange Zeit gehabt, die nicht so sommerlich war. Wenn ich mir so die ganzen Nordsee- und Ostseegäste angucke, die Strandkorbvermieter, die sind am Jammern. Und es ist auch klar, also man hat irgendwie so diesen Sommer nicht so richtig getankt dieses Jahr. Und das macht sich auch bei den Kulturen bemerkbar. Die brauchen auch diesen Sommerimpuls. Ab einer Temperatur von etwa 10 Grad wachsen die auch gar nicht mehr so richtig. Ne? Guck mal, wir haben jetzt schon ein paar Nächte zumindest draußen gehabt. Ich habe 8 Grad, glaube ich, irgendwie gemessen, als ich vorgestern Morgen losgefahren bin. Und da merkt man dann natürlich, da haben die Gurken dann auch keine Lust mehr. Jetzt noch mit Gas zu heizen wie im Frühjahr lohnt sich einfach nicht mehr. Der gefürchtetste Gegenspieler ist ja die Spinnenmilbe. Und die macht hier so ein Schadbild. Das kann man ganz schön sehen. Ich tapere da mal eben rüber. Sowas hier, das wäre ein typisches Schadbild von der roten Spinne. Das sieht nicht nur unschön aus, also oder ungewöhnlich aus, es klaut der Pflanze dann auch Assimilationsfläche, weil das Blatt, das bringt jetzt ja kein Wachstum mehr. Und wir sind auf gesunde grüne Blätter, so wie hier, angewiesen. Ja, da sieht man mal den Unterschied. Ein schwieriges Gurkenjahr. Schädlinge, hohe Energiepreise und nicht genug Sonnenlicht. 1% weniger Licht bedeutet bei Gurken auch 1% weniger Ertrag. Alles bleibt auf dem Demeterhof im geschlossenen Betriebskreislauf. Die einjährigen Gurkenpflanzen sind wertvolles organisches Material. Kompost, also von Compronere, von Zusammensetzen. Und da wird ein Teil von auch dieses Jahr noch mit ein bisschen Rindermist gemischt und aufgesetzt, damit wir dann Ende nächsten Jahres einen guten Kompost haben. Bis dahin ist der Kompostnachschub auf den Feldern gesichert. Das ist jetzt Kompost vom letzten Jahr. Hier sieht man noch so ein Würmchen aus dem Kompostprozess. Ne? Also da sind Regenwürmer, Pilze dran beteiligt. Hier ist noch einer von denen. Ist auch vom Geruch. Riecht es schon fast erdig. Ist noch nicht ganz gut. Also muss noch ein bisschen liegen lassen. Ich fahre wieder zurück und muss dann gleich mal gucken, wo meine Kollegen geblieben sind. Ob wir schon mit der Ringelbeete soweit sind. Auf die Ringelbeete freut sich Markus besonders. Vor allem wegen ihrer außergewöhnlichen Schönheit. Im mecklenburgischen Zeppelin ist endlich lang erwarteter Besuch eingetroffen. Okay.
Rudi Kramer mit seiner Familie, einer der besten Freunde von Mühlenhofchef Benedikt Ley. Rudi ist der Metzger in ihrem Heimatort Bichel. Jetzt tischt er auf für ein bayerisches Traditionsessen. Wir kennen Beni, seit er so groß ist. Und wir sind immer schon befreundet, wir haben miteinander ministriert. Dorfgemeinschaft, Gebirgsschützen. Und er hat uns lang schon eingeladen, eigentlich seit er da herum ist. Wir sollen einmal vorbeikommen und das anschauen. Und jetzt hat sich halt ergeben, wir haben jetzt Betriebsurlaub. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal da rauf zum Urlaub machen. Müssen jetzt irgendwo in den Süden und schauen uns mal den Betrieb an. Gestern waren wir an der Küste, war super. Also echt, ja. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon kommen, dann bringen wir natürlich Weißwurst mit und machen Weißwurst essen. Das gehört ja schließlich dazu. So, passt. Zum Traditionsessen gehört auch bayerische Volksmusik. Skepsis bei den Mitarbeitern und Erntehelfern auf dem Mühlenhof. Sie wissen nicht, was der Chef da vorbereitet hat, sollen nur gegen 12 an der Linde sein. Benedikt Ley serviert selbst diese besonderen Würste aus seiner Heimat. Zur Sicherheit hat er auch einige für den einheimischen Geschmack dabei und stellt seinen Freund vor. Also wir sind miteinander aufgewachsen. Rudi hat die Metzgerei bei uns im Dorf. Und der Sepp Eberl ist der Bäcker bei uns im Dorf. Auch ein gemeinsamer Freund. Und Rudi macht Urlaub und hat frische Weißwurst aus Bayern mitgebracht. Das ist eigentlich unser Nationalwurst, also Nationalspeise. Man kann es auszuzeln oder aufschneiden und aus der Haut raus. Aber das müssen wir fast am Tisch machen. Dann. Das machen wir. Der Björn, du weißt schon, wie es geht, oder? Na, ich pell die ab. An solch einem besonderen Tag bedient der Chef seine Mitarbeiter höchstpersönlich. Die Wurst ist gut, die schmeckt lecker. Aber vorzüglich. Schmecken sie, oder? Sehr gut. Ich freue mich. Meine erste Weißwurst. Super. Normalerweise ist das sowieso Freitag, Weißwursttag. Gehört das dazu? Mal viel Feierabend und dann weiß ich was. Eine gesellige Runde zwischendurch. So hat sich das der Chef erhofft. Es ist sehr schön. Ich mag Weißwurst sehr gerne. Und Rudi macht gute Weißwurst. Und einfach, wenn man merkt, dass eine Entspannung jetzt kommt, dass man mit der Ernte fertig wird und mal wieder zusammensitzen kann, das ist sehr schön, ja. Nächstes Mal eine willkommene Abwechslung. Wenn der Chef noch Spezialitäten von zu Hause mitbringt. Ja, schmeckt. Wir hätten es uns vor einer Woche noch nicht erlauben können. Aber wir werden morgen fertig mit dem Dreschen. Und jetzt, uns Wetter ist morgen auch noch stabil. Und dann ist das jetzt halt einfach eine schöne Möglichkeit, dass wir das noch machen. Es wird aber nur eine kurze Verschnaufpause über Mittag. Noch ist nicht Feierabend. Das restliche Getreide muss vom Feld. Benedikt Ley berät mit seinen Mitarbeitern die letzten Arbeiten. Er selbst möchte seinem Freund noch die Rinder auf der Weide zeigen. Das Rundlingsdorf Bausen im Wendland in Niedersachsen. Auf dem Ziegenhof von Veronika und Sören Obermeier geht es im Hofladen heute um Kartoffeln. Also wir haben jetzt in den Tüten ist Ballerina, ja. Und in den Kisten haben wir jetzt angefangen, die Linda zu roten. Dann sind das, ja, ein schöner Name, ne? 5,50. Bitte nochmal. Das ist gerade Kartoffelerntezeit. Also die anderen stehen jetzt gerade alle auf dem Roder. Deswegen ist Sören jetzt auch noch nicht da gewesen. Genau, weil der gleich morgens aufgestanden ist und mit dem Trupp auf dem Kartoffelacker quasi ist zum Ernten. Ist so die stressigste Zeit dann irgendwie, was den Ackerbau betrifft, dann die Kartoffelernte, weil die ja doch intensiver ist jetzt als ein Getreide abzuernten, ne? Also vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Auch was, ne? Tschüss. Neben den Ziegen sind die Kartoffeln für die Familie ein wichtiger Betriebszweig. Einen Kilometer weiter auf einem ihrer Kartoffeläcker plant Sören heute eine besondere Aufgabe für die auszubildende Sarah. Wenn du willst, kannst du dann auch mal ein paar Bahnen wieder machen, ne? Dass du nicht aus der Übung kommst. Ja, wirklich. Okay, gut. Auf insgesamt 25 Hektar bauen sie 7 Sorten an.
wir haben dann natürlich auch noch Probleme mit anderen, mit anderen Schädlingen, wie dem Drahtwurm zum Beispiel. Das ist eine kleine Raupe von Schnellkäfer und die machen auch ziemlich dollen Schaden. Und das ist so ein, man kann sagen, wie so ein Wettrennen so gegen die Zeit, weil je länger die Kartoffeln in der Erde sind, auch obwohl sie eigentlich fertig sind, zum reif sind, schalenfest, sagen wir, desto größer ist dann das Risiko, weil da sind sie, die Würmer sind im Boden, im Lager, machen die dann keine Probleme mehr. Sören ist studierter Agrarwissenschaftler. Als er 2018 aus Berlin zurück ins Wendland kam, stellte er gemeinsam mit seiner Frau Veronika den Ackerbau von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft um. Es macht ja immer Spaß, sonst könnte ich es nicht machen. Aber es ist auch sehr stressig, auf jeden Fall. Weil einfach sehr viel auf dem Spiel steht. Also es steht jetzt mit dieser Kartoffelernte, jede Kartoffelernte, das trägt unseren Betrieb. Alles, was wir machen neben den Kartoffeln, muss ich immer unterordnen, weil es einfach die wirtschaftlichste Kultur ist. Und wenn es dann schief geht, dann ist halt blöd, so für alle, die da von leben müssen. So. Genau. Also es ist schon immer eine ziemliche Spannung da. Sören muss jetzt nicht nur darauf achten, mit dem Traktor die Reihen richtig zu treffen, sondern auch die Geschwindigkeit im Blick behalten. Denn auf dem Roder werden alle Kartoffeln von Hand vorsortiert. Da habe ich eine Referenzperson da oben, das ist Sarah, die sehe ich von hier ganz gut. Wenn die schnell arbeitet, dann weiß ich, okay, da ist irgendwie Stress. Und wenn sie da am Erzählen ist, dann weiß ich, okay, ich kann ein bisschen schneller fahren. Das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Orientierung. Doch Auszubildende Sarah hat jetzt noch eine besondere Aufgabe. Die 27-Jährige soll den Roder selbst fahren. Das hat sie erst einmal gemacht. Auf Hof Sandmann steht die Ernte der Ringelbeete an. Markus nennt sie wegen ihrer Farben auch Barbie-Beete. Das hier ist natürlich super dekorativ, ne? Das kannst du irgendwie in Scheiben als Carpaccio oder sowas zubereiten und ist super lecker. Zu Hause habe ich das mit meinen Kindern gemacht. Wir haben, als sie noch klein waren, haben wir sowas immer gern gegen die Scheibe geklebt und uns angeguckt, wenn da das Licht durchscheint. Das ist schon faszinierend. Ein Hauch von Venetien in Hamburg-Ochsenwerder. Das ist die Sorte Tondo di Chioggia, also eine italienische Sorte. Die Italiener sind ja, was Gemüse betrifft, einfach auch genau wie die Franzosen, irgendwie doch deutlich besser drauf als wir Deutschen. Ja. Die Ringelbeete ist eine Unterart der roten Rübe und süßlich im Geschmack. Mit seinem Team will Markus nun 100 Kilo für die Bio-Abokisten ernten. Ja. Hier, wenn wir so eine Größe noch haben, dann ist das auch okay. Ja. Weißt du, Greschek, wenn du schneidest, kommt immer der Saft ein bisschen raus, dann wird das trocken. Die Blätter abbrechen geht außerdem schneller als abschneiden, sagt Markus. Er ist von der Qualität seiner Ringelbeete überzeugt. Ich bin total begeistert, wenn es gut wächst und freue mich, wenn wir die Rückmeldung bekommen, dass unser Gemüse gern gegessen wird, weil es ist einfach auch geschmacklich wirklich was Besonderes. Und ich freue mich über jeden Menschen, der das auch merkt, weil das ist keine Allerweltsware, die wir hier erzeugen, sondern das sind wirklich auch besondere Sachen. Für den Verkauf ernten sie nur Ringelbeete mit mindestens 100 Gramm. Markus liebt zwar die Arbeit mit Gemüse, aber richtig entspannen kann er nur bei seinen Blumen. Dahlien sind sein großes Hobby. So was Panachiertes, leicht gestreiftes, dann hier rot mit weißen Spitzen, verschiedene Varianten, violett mit weißen Spitzen. Was den Feinschmecker Markus reizt? Letztendlich, die Knollen wären auch essbar bei den Dahlien, könnte man essen, sind sehr stärkehaltig und irgendwie brauche ich einen Ausgleich gegenüber dem Gemüse, irgendwie Dinge, die halt nur hübsch sind, ne? 36 verschiedene Sorten. Dann hier diese Besonderheit, die Black Lady. Verschiedene schicke Sachen. Guck mal hier, so. Hier sind aber auch dankbare Schnittblumen.
auch für seine Mitarbeiter. Sie dürfen sich nach Belieben Dahliensträuße binden und mit nach Hause nehmen. Auf dem Biohof Bercht im Harzer Vorland steht heute Ausmisten auf dem Programm. Gut, dass Johannes in diesem Jahr gleich zwei Auszubildende hat. Lukas, stell du den Trog gleich mal da vorne hin, wo Silas gerade den Reifen hingestellt hat. Ja. Und anschließend holst du gleich bitte den Mistanhänger, okay? Ja. Wir wollen jetzt gleich misten und dafür wollen wir dann jetzt die Tiere umsperren. Das sind 5 Rinder, die sind ungefähr 4,5 Monate alt. Die kriegen jetzt einen neuen Stall und wir haben momentan ziemlich viele Kälber und die Kälber halten wir immer in 5er bis 6er Gruppen und jetzt haben wir gerade drüben Abkalbestall, vom Wochenende noch 2, 3 Stück und da wollen wir jetzt ein bisschen Platz schaffen, also rücken jetzt alle sozusagen einen auf. Gut, Silas. Eine vermeintlich leichte Aufgabe für den Azubi. Dann rein mit dir. Rein mit mir, jo. Da kommt mir jetzt. Komm. Ja, ist gut, komm. Noch ist der Chef geduldig. Na komm. Doch so einfach scheint es nicht zu sein. Die kennen den Ausgang noch nicht. Die sind ja immer sozusagen, die sind da hinten reingekommen und dann sind die immer einen weitergewandert. Und das Problem ist ein bisschen hier die Stufe hier unten. Ne? Kennen die noch nicht und dann haben wir hier noch einen anderen Untergrund. Das heißt, die kennen jetzt eigentlich nur Stroh und jetzt wollen die auch, müssen die über Beton dort drüben in das nächste Abteil laufen. Und ja, normalerweise ist es so, trauen sich alle, aber heute nicht. Und dann läuft eine auch noch am Chef vorbei. Los, Kollege, umdrehen. Aber das ist auch typisch Fleckvieh, die sind echt stur, ne? Los, Mädchen, hopp. Sie gelten als ruhig und gutmütig, aber eben auch als willensstark. Ja, dickfällig. Ich will jetzt nicht sagen, die sind typisch bayerisch, aber die haben schon ein bisschen dickeres Fell, ne? Und sind wohl etwas eigenwillig. Das ist schon wie Comedy, ne? Könnte ich hier den ganzen Tag sitzen und mir das angucken. Sollt ihr mal die Schaufel geben, Silas? Dann hast du einen verlängerten Arm. Ja, ist vielleicht gesünder. Ey, da komm! Die erste ist doch schon. Euer Freund ist doch schon im nächsten Stall. Komm, hopp. Komm gleich folgen. Sonst drück einfach mal ein bisschen. Die haben alle Allrad, glaube ich. Und 6 Rückwärtsgänge. Ja. Puh. Los, Mädel, hopp. Und noch eine Runde Mehl. Komm. Los, Mädel, hopp. Und dann haben sie es doch geschafft. Rund 6 Wochen bleiben die Jungtiere noch im Stall. Dann dürfen sie mit den Mutterkühen auf die Weide. Das geht dann hoffentlich etwas leichter von der Hand. Ja, auf jeden Fall sind sie nicht so gut gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Ne? Aber jetzt sind sie alle hier, haben jetzt ihren Auslauf bezogen. Und jetzt ist Lukas auch schon da und dann wollen wir jetzt anfangen zu misten. Und da muss ich jetzt mal die Leute ein bisschen einteilen. Ne? Gut. Auf dem Mühlenhof in Zeppelin ist Benedikt Lei mit seinem Jugendfreund Rudi Kramer unterwegs. Beide stammen aus demselben Dorf in Bayern. Dort betreibt Rudi mit seiner Familie eine Metzgerei mit eigener Landwirtschaft. Deshalb interessiert er sich für die Pinzgauer Zucht von Benedikt. Als Fleischer hält Rudi Limousin-Rinder. Rudi ist auch begeisterter Züchter. Der hat eine französische Rasse. Und wir haben gerade uns ausgetauscht, welche Rassen gut zusammenpassen, weil es meistens eben so ist, diese Reinzucht, das ist ja hier was Schönes zum Rassenerhalt und einfach auch optisch schön, aber ganz oft haben die Kreuzungen verschiedener Rassen noch ganz besondere Vorteile. Der Beni, der hat jetzt die Pinzgauer verschrieben, wo er halt dann auch im Zuchtprogramm ist, weil es eben vom Aussterben bedroht sind. Als Metzger mag ich es natürlich gern füllig, das ist klar, weil bei gleicher Arbeit hast du viel mehr Ausbeute. Und ganz wichtig ist natürlich, auch so wie wir in kleinen Metzgereien, dass die Fleischqualität stimmt. Und da sind natürlich die Pinzgauer jetzt schon voll mit dabei. Dass die Marmorierung passt, dass sie nicht zu fett sind, aber auch nicht zu mager. Und das ist das, was wir uns anschauen. Aber wir sind im Urlaub und darum sehen wir es jetzt mehr durch die Augen von einem Landwirt. Geht so. Ja?
Für eine eigene Mutterkuhherde hat Rudi erst mit der Zucht begonnen. Deshalb will er viel von Benedikt wissen. Der hält neben den Pinzgauern auch Tiroler Graufieh und kreuzt sie mit anderen Rassen. Die Angusrinder machen kleine Kälber und gerade bei den Kühen, die zum ersten Mal kalben, da deckt man die gerne mit einem Angusbullen, weil die dann einfach leichter kalben. Und die, bei der Kreuzung von zwei reinrassigen Linien kommt nachher ein Kreuzungstier raus, das sehr gut bemuskelt und sehr leistungsfähig ist. Die beiden Freunde verfolgen eine ähnliche Philosophie. Das Futter für ihre Tiere bauen sie selbst auf dem eigenen Gelände an. Ihre Rinder halten sie artgerecht. Sie sind von Mai bis November auf der Weide. Hier stehen die ersten Kreuzungen aus Pinzgauer und Tiroler Graufieh. Benedikt Lein nennt sie liebevoll seine Hobbyherde. Die haben schon einen Nutzen, aber das, die müssen jetzt nicht, da stehen wir jetzt nicht so unter wirtschaftlichem Erfolgsdruck, sondern das ist ein bisschen was fürs Herz einfach. Rudi Kramer ist zum ersten Mal in Mecklenburg. Er staunt über die großen Flächen, die hier die Landwirte bewirtschaften. Sie haben viel mehr Platz und können manches ausprobieren. Es ist wirklich landschaftlich sehr ansprechend, weil es doch ein bisschen Struktur drin ist. Es ist nicht alles eben und gefällt uns ganz gut. Aber ja, Oberbayern ist Oberbayern. Kultur, Brauchtum, das ist schon so. Und natürlich täglich Weißwürsch, gell? Nach Mecklenburg umziehen wird Rudi nicht, aber wiederkommen. Zurück auf dem Ziegenhof im Wendland dreht sich heute alles um die Kartoffelernte. Während die Auszubildende Sarah heute das Fahren mit der großen Erntemaschine übt, sortieren Sören Obermeier und seine Helfer die Knollen auf dem Roller. Also hier diese Kartoffel, so soll sie eben aussehen. Und so sehen auch die meisten hier aus zum Glück. Ja? Das ist alles top, gute Ware. 35 Tonnen Kartoffeln ernten sie im Schnitt pro Hektar. Alle Knollen müssen sie vorsortieren. Kaiser. Ein Drahtwurm, die Larve eines Schnellkäfers. Das ist so ein großes Problem. Also kann er natürlich sehr viel Schaden machen, weil sobald ein Loch drin ist, wird das dann selektiert und dann ist die Kartoffel, kann nicht mehr wirklich verkauft werden. Man könnte es schon noch essen, so ist das nicht, aber so ein Loch ist halt blöd. Deswegen sortieren sie diese Kartoffeln aus, bevor sie in die Läden kommen. Denn der Verbraucher will einwandfreie Kartoffeln, sagt Sören. Das Ding ist halt schön, ist ja nicht immer gleich lecker, ne? Doch nicht nur seine Ware, sondern auch Auszubildende Sarah auf dem Trecker muss Sören heute im Blick haben. Ja, runter. Genau, da musst du immer die Spitze von dem Ding da vorstellen. Die bewegst du quasi. Genau. Habe ich meine Handschuhe jetzt hier hingeschmissen? Okay, danke. Sarah ist eigentlich ausgebildete Querflötistin. Seit diesem August macht sie ihre Ausbildung zur Landwirtin auf dem Hof. Sie hat so ein krasses, so eine krasse Auffassungsgabe. Das ist, ich weiß nicht, ich habe das noch nie so jemanden hier gehabt, der so. Also man sagt dir was. Wie halt irgendwie eine Abfolge von sag ich mal, Tasten, die sie halt drücken muss. Und sie behält das sofort. Es ist Sarahs erste Kartoffelernte. Den großen Roder fährt sie heute erst zum zweiten Mal. Noch etwas kniffelig für die 27-Jährige, das Treffen der richtigen Spur. Passt es? So, dass du die Reihe triffst. Sören muss helfen. Er ist auf dem Hof aufgewachsen und hat auch das Treckerfahren hier gelernt. Du warst etwas zu weit ab. Ja. Wir fahren noch weiter zurück, dass du parallel zur Reihe stehst, hier auch mit dem Trecker. So, und dann fährst du jetzt gerade. Nicht zu viel weg. Ja, mach das dann alleine. Ja. Ja. Und dann bist du eigentlich quasi drinne. Nach diesen schnellen Tipps kann es weitergehen. Okay. Nach einer Stunde hat es Sarah für heute auf dem Trecker geschafft. Perfekt geklappt. Aufregend. Es ist noch keine Routine und dann ist es
immer wirklich so sehr nichts falsch machen, an alles denken. Und ja, aber es ist auch cool, so neue Sachen. Die Kartoffelernte geht noch bis in den Oktober. Bis dahin kann Sarah weiter auf der großen Erntemaschine üben. Zurück auf dem Biohof Bercht im Harzer Vorland. Alle 4 Wochen müssen die Kälberställe komplett ausgemistet werden. Da braucht Landwirt Johannes jede helfende Hand. Lukas, fang du bitte schon mal an zu misten. Trog an der Seite, dann die Schrottonne an die Seite. Und den ganzen Mist dann hier auf den Anhänger und dann fährst du bitte zwischen Bahn und Straße. Ja. So, Silas. Alle Bullenkälber einmal markieren. Warum? Wir markieren jetzt alle Bullenkälber, weil wir treiben die beiden oder wir sperren die beiden Gruppen gleich zusammen und dann können wir die heute Nachmittag dann wieder auseinander sortieren. Ohne dass wir immer Klotenkontrolle machen müssen. Ne? So. Machen wir langsam. Für Johannes sind nur die weiblichen Kälber interessant. Unsere männlichen Tiere, die gehen ja alle vom Hof nach 28 Tagen. Also ungefähr einen Monat bleiben die. Und dann versuchen wir mal so 5er- bis 6er-Gruppen zu machen. Und die gehen dann alle an den befreundeten Landwirt, wo die dann weitergemästet werden. Jetzt aber kommen alle Jungtiere, ob Bulle oder Kuh, noch einmal zusammen. Viel einfacher, von Stroh in Stroh, ne? Ja. Azubi Lukas hat eine Box schon fast ausgemistet. Bei uns ist es so, wir misten einmal, dann desinfizieren wir einmal und dann tränken alles einmal sauber. Sozusagen, dass wir einen neuen Grund haben, dass wir ruhigen Gewissen die ganzen Tiere einmal umsperren können und dann wissen wir, es ist eigentlich alles, was wir machen können, haben wir getan. Die richtige Stallhygiene ist Grundvoraussetzung für gesunde Tiere. Gerade bei den jungen Kälbern achtet Johannes penibel auf Sauberkeit. Kälber mit der Milch, die ziehen einfach unheimlich Fliegen an. Ne? Da tropft dann ein bisschen Milch runter und die Milch ist einfach Nährboden für die Fliegen. Und ja, das ist einfach so ein bisschen, um das alles ein bisschen in Schach zu halten. Ne? Sonst gehen wir hier echt den Fliegen unter. Frisch gereinigt, desinfiziert und annähernd fliegenfrei fehlt jetzt nur noch eins, das frische Stroh. Dabei gilt, lieber zu viel als zu wenig. Denn junge Kälber sollten nicht auf, sondern besser im Stroh liegen, damit sie gut gewärmt und gesund bleiben. Das ist wie, als wenn du ein frischbezogenes Bett hast. Ne? Dann schlafen die auch auf einmal ganz butterweich. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt dieses Jahr mit den Kälbern. Vor knapp 2 Monaten hatten wir ein bisschen Durchfall, aber das Problem haben wir wieder in den Griff bekommen. Das war, als das Wetter irgendwie so feucht schwül war. Wir hatten viel Regen und da waren die echt ein bisschen anfällig. Aber die letzten, das hat echt immer gut geklappt. Und die nächsten Kälber erwartet Johannes schon in den kommenden Tagen. Es geht wieder los. Anpacken beim NDR. Wenn ihr Bock habt, mit uns am Mähdrescher zu schrauben und den Wendler festzumachen oder Sprünge zu bauen für die Pferde, dann seid ihr hier genau richtig. Bewerbt euch mal beim NDR-anpacken. Die Redaktion ruft euch zurück. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen auf gute Laune und Verpflegung gibt's natürlich hier. Ihr seid alle willkommen. Wenn ihr ein bisschen was drauf habt.